Herzlich willkommen zu Hearthstone. Und ja, ihr seht, es ist schon ziemlich spät am Abend. Aber es ist mein letzter Urlaubstag. Und den nutze ich noch, um noch meine Quest zu erfüllen. Ich habe mir schon mal die Quest zurechtgelegt. Hier. Und zwar fügt feindlichen Helden 100 Schaden zu. Werde ich natürlich jetzt nicht ganz schaffen, aber macht ja nichts, ne? Und ja, los geht's. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Und zwar, wir werden heute einmal mit jedem spielen hier, ne? Und dann sehen wir mal, ob wir mit jedem verlieren oder wie auch immer. Wir fangen mal mit Roderick an. Der hat 5 Siege schon. Und los geht's. Mal schauen, ob überhaupt um diese Zeit noch jemand wach ist. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Wahrscheinlich ewig rodeln. Also um diese Zeit sollte im Grunde niemand mehr wach sein. Ne? Aber ihr seht, da ist schon jemand. Sogar ziemlich schnell. Schneller als am Tag über. Mitten in der Nacht. Gegen gegen einen Jäger. Die Jagd beginnen. Jäger haben wir gesagt. Ehrenhaft kämpfen. Jäger, haben wir gesagt, sind Rush-Decks. Wir nehmen mal das Deck. Wir lassen es mal. Und schauen mal, was passiert. Sind Rush-Decks. Und wollen mal schauen, der kann uns immer... Immerzu kann der uns hier... Passt auf. Wir holen uns gleich mal Karten. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Das war's. Genau, das passt perfekt. Und der wird uns immer einen auf unseren Deckel hier hauen. Aber wir haben noch das heilige Licht, das uns 6 Leben wiederherstellt. Das könnte uns nützlich sein gegen so einen blöden Rascher. So, dann haben wir einen Spotter. Was ihr wolle. Wenn ihr meint. Und können loslegen, ne? Deswegen, ich finde die zwei Karten nicht... Ich finde, Kasi, ich finde die nicht... Bereit zum Ausritt! Ich finde die nicht schlecht. Ja. Ich finde die nicht so schlecht. So für den Anfang. Damit man nicht gleich eine auf den Deckel bekommt. So. Was hätten wir noch? Leben auf 1. Plus 2 Angriff. Nee, wir... Hauen hier sowas raus. Melde mich zum Dienst. Und weiter geht's. Wenn ihr meint. So, mal schauen, was er macht. Dann können wir unseren Bären. Was ihr wolle. Rausbringen. Ah, der hat auch, oder? Der hat auch seinen Spoiler. Der Wild Toxic. Wild Toxic. Natürlich der Hammer. Wildy. In den Kampf! So, den Spotter werden wir ins Reich der Träume. Und schauen wir, was er dagegen setzt. Dann können wir eigentlich... Was können wir dann zum Schluss... Wir können noch sowas raus. Da müssen wir sogar... Müssen wir sogar. Und wir können sowas... Und einen Drachen. Deswegen, ich finde, die am Anfang, wenn die am Anfang so kommen, kommen sie eigentlich recht perfekt. Da kann man am Anfang doch einiges an Schaden machen. Also natürlich, der macht so einen Mist hier. Das geht natürlich nichts. Dann machen wir den Spotter an. Geht hinter mir in Deckung. Das war's. Mal schauen, was er jetzt bringt. Der hat viel Zauberkarten, ne? Die mag er nicht. Jo. Interessiert uns erstmal noch nicht die Welt. Obwohl natürlich eine Verteidigungskarte nicht schlecht ist. Siehst du, der hat auch so kleines Mistzeugs. Die Macht des Lichts bezwingt euch! Was heißt das? Erhält 1 plus 1 für jeden feindlichen Diener mit Todesröcheln. So, hab ich doch gar nichts mit Todesröcheln.
Setzt den Angriff des Dieners auf 1. Hm, was haben wir noch? Setzt das Leben aller Diener auf 1. Aha, stellt 6 Leben her. 2. Lasst mich nachdenken. Ja, zurzeit habe ich nichts Anständiges hier. Ne? Da muss der hier raus. Vor der Macht, Sturmwind! Ich übernehme das. Da muss erstmal der raus. Und jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ich bin wirklich jetzt gespannt, was er macht. Eine legendäre Karte. Die muss schnell weg. Ja, der will natürlich mich so schnell wie möglich ins Reich der Träume schicken. Blöd. Jetzt ist blöd. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist sogar mehr als blöd. Denn eigentlich müsste der weg. Ich kriege ihn aber nicht weg. Ruft am Ende jedes Zuges so einen blöden Gnoll. Diese blöde legendäre Karte hier. Die macht einen wahnsinnig. Hm. 4? Ich frage mich, ob... Und 2. Wartet mal. Wartet mal, das machen wir. So, für die Gerechtigkeit! Den erstmal hier weg. So, da ist ja noch einer. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich echt nicht gesehen. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Mein Schild für Argus! Für die Allianz! Melde mich zum Ding. Ich habe nicht genug Mana. Ja, wenn du kein Mana mehr hast, dann ist es wie es ist, ne? Kämpf an meiner Seite. Juhu. Nehmt das. Juhu. Wie viel hatten wir noch von dem Mist? Jetzt eine Weihe, ne? Kasimus. Hasi, du hast recht. Ich brauche 2 Weihen. Eindeutig. Brauche ich 2 Weihen. Ich brauche wirklich 2 Weihen. Eindeutig brauche ich 2 Weihen. Das ist so klar wie klare Fleischbrühe. In den Kampf! Melde mich zum Dienst. So. Setzt Angriff auf 1. Das war's. Fertig. Wieso hat er den jetzt nicht den Angriff auf 1 gesetzt? Weil der noch da ist, oder was? Schwer zu sagen. Verleiht einem Diener Gottesschild. Ja, das ist ja alles sehr schön und gut, ne? Aber wir stellen erstmal lieber unser Leben wieder her und holen unseren Panzer raus. Von mir aus. So, und dann bekommt der hier eine drauf. Der hier außerdem. Und dann schauen wir mal, was er jetzt macht. Jetzt hat er wenig Karten. Jetzt kommt's drauf an, ne? Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Passt auf, jetzt geben wir erstmal dem wieder Gottesschild. Hauen den hier weg.
stellen uns 6 Leben her. Machen uns zum Dienst melden. Und hauen hier mal drauf. Das war's. So, und der hat nicht mehr viel Karten, ne? Und ich habe einiges auf dem Deck. Ja, okay. Kann ich mit leben, glaube ich. Kann ich mit leben. 7 plus 5. Ich muss es trotzdem weghauen, das Ding hier. Egal. Mir egal. In den Kampf! So, tun wir noch einen raus. Melde mich zum Cool, dann haben wir ziemlich viel draußen, ne? Dann können wir gar nichts anderes mehr raus tun. Ja, wenn wir noch überhaupt was kriegen, ne? So, mal schauen, was er jetzt bekommt. Vielleicht ist zufällig ein Feind. Da hat er genau den richtigen getroffen. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ich grüße euch. Ich ergebe mich. Und ich glaube, das war erfolgreich. Wieder mit unserem Paladin. Aber Kasi, du hast recht. Ich tue die Weihe noch rein. Okay. So, mit dem Paladin sind wir im Grunde siegreich ohne Ende. Ihr habt alle Basiskarten dieser Klasse erhalten. Oh, verleiht einem Diener 4 plus 4 plus blieb. Ah, das ist ja toll, oder? Oh, das ist natürlich die absolute Tollheit. Na, dann sind wir mit dem Paladin fast unschlagbar. Nee, okay. Schaffen wir vielleicht doch, ne? Und jetzt nehmen wir als zweites Mal die. Die habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Die habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Ich sag's euch, es ist Ewigkeiten. Okay, recht flott, ne? Muss ich sagen, mit der Gegnerauswahl hier. So. Die habe ich schon ewig echt nicht gespielt. Oh, schon wieder? Ist das wieder dasselbe? Jetzt habe ich gar nicht geschaut drauf. Lass die Jagd beginnen. Bulle Debüt. Ja. Ja. Sind wir irgendwie alle zu groß. Obwohl, den Dreier hätten wir behalten können. Naja, nicht viel besser. Nicht viel besser. Wirklich nicht viel besser. Das war's. Ich spiele nicht gern gegen den Jäger. Weil der mich so schnell down macht. So, was machst du? Ein Geheimnis liegt dahin. Was mag das für ein Geheimnis sein? Ach, da habe ich noch den blöden Wolfsreiter dran. Den muss ich raustun. Oder? Na, manchmal ist er eigentlich ganz gut. Zum Beispiel jetzt. Jetzt ist er eigentlich ideal. Um Schaden zu machen. Mal schauen, was das Geheimnis sagt. Geheimnis ist gut. Geheimnis ist wahrscheinlich, wenn ich eine Zauberkarte ausspiele. Wahrscheinlich die hier, ne? Oh, eine Waffe. Aha. Die erhält jedes Mal... Wenn ein Geheimnis ausgelegt wird, erhält er wieder eine Halbwahrheit. Nicht ohne. So, dann unseren Bären hin. Zerstört meinen Stahl! Auf geht's. Mal schauen, was unser Bulle Debüt dagegen zu sagen hat. Der versucht natürlich, mich runterzudrücken, ne? Aber ihr seht, der Wolfsreiter, so schlecht ist er gar nicht. So schlecht ist er gar nicht. So, und damit ist seine Waffe dahin. Und da kann
kann das Geheimnis machen, was es will, ne? Ist nicht schlecht, dass wir den schon mal hier haben. So, passt auf. Passt auf. Wir könnten jetzt den nehmen. Oder wir nehmen einen Spotter, damit er uns nicht den Wolfsreiter wegnimmt. Und legen also dem noch den Drachen mit hin. Kostet meinen Stahl! Dann schauen wir mal, was er jetzt zu bieten hat. Denn an den Drachen kommt er mit einem Zauber nicht ran. Ich weiß natürlich nicht, wie es ist mit so einem Flächenzauber. Was haben wir denn hier? Erhält jedes Mal plus 2, wenn ein befreundetes Wildtier stirbt. Das sind alles Wildtiere, ne? Okay. Okay, verstehe ich. Ja, der muss weg. Der muss weg. Da müssen wir den opfern. Der ist zu gut. So, los geht's. Kostet meinen Stahl! Was ist denn dem sein Geheimnis? Fragt man sich, ne? Sieht bis jetzt, aber es kann sich wirklich drehen. In einer Sekunde kann sich das drehen. Solange kein Spotter da hat, ne? Verursacht 3 Schaden. Okay. Okay. Hm. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Passt auf. Gehen hier weg. Jetzt hat er ein Geheimnis. Ruft Schlangen. Aha. Interessant. 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 Jetzt ist die Frage, hauen wir die weg? Ist vielleicht besser, ne? Hm. Ist wirklich jetzt... Also hier können Sie es jetzt entscheiden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es war, glaube ich, falsch. Ich glaube, das war falsch. Und das, warum hängt denn das so? Verfüttere euch als Meister! Ja, du kannst mich verfüttern. So sehr wie du willst. Die Karte brauchen wir ja gar nicht zu zerstören, ne? Hm. Wir holen uns erstmal eine Karte. Fügt einem Charakter 3 zu und friert ihn ein. Mach mal. Friert ihn ein und dann können wir hier loslegen. Geheimnis, verdammt. Verdammt. Das war's. Verdammt. Verdammt. Der hält sich, ne? Das Geheimnis, das hat uns... Das... Ah, verdammt. Ja. Er versucht uns runterzudrücken, ne? Ah, wenn wir jetzt anständige Cutter bekommen würden, ne? Fügt einem feindlichen Diener 4 Schaden zu. Kein Folgen mehr. Ein Spotterhemd und die Wichtelfrau. Ich bin ein Morgenmuffel. Hey, gib mir eine Minute. Wäre die Möglichkeit, ne? Dann schauen wir mal, was er jetzt macht.
Der wird wahrscheinlich den hier niederringen. Ah, hat wieder ein Geheimnis. Er hat wieder ein Geheimnis. Was macht er noch? Hat er einen Spotter? Eine legendäre Karte. Ich hab doch keine legendären. Die haben alle so legendäre Karten. Ich hab sowas nicht. Ich will auch sowas. Muss man die kaufen? Muss man hier 5 Stunden lang spielen? Gut gespielt. Ich weiß. Geschickt. Ich ergebe mich. Oh, zweiter Sieg. Mitten in der Nacht sind wir gut drauf. Merk schon. Gut. Hooray! So, und jetzt kommt unser Lieblingscharakter. Den müssen wir natürlich noch nehmen. Unser absoluter Lieblingscharakter, nämlich Blutsauger. Hallo, Blutsauger. Und ihr seht, das letzte Mal hatten wir 12 und ich habe wieder, als ich nicht praktisch aufgenommen habe, habe ich mit dem im Grunde gewonnen. Meine Siege, die ich noch gebraucht habe, da bei der letzten Quest. Und, ne? So. Schauen wir mal. Blödsinn, oder? Mit denen habe ich noch kein Mal gewonnen. Hier. Ansonsten, eigentlich die anderen Decks, die gehen eigentlich, finde ich. Ja, die müssen wir natürlich noch verfeinern und was weiß ich. Aber die gehen. Aber Kasi hat vielleicht doch recht. Vielleicht sollten wir doch 700 Goldstücke sparen. Gegen Troll. Da haben wir noch nie gespielt, ne? Zeit ist gekommen. Gegen einen Schaman. Eure Seele wird mir gehören. Haben wir noch nie gespielt. Oh, das ist kein schlechtes Deck. Das gefällt mir. Also wenn wir... Das ist nicht schlecht. Damit müssten wir doch am Anfang gut drauf sein. Finde ich. So, mal schauen, was er als erstes ausspielt. Der hat... Der beschwört immer so Totem. Die unterschiedlichsten Fähigkeiten hier haben. Die sind absolut eklig. Nervig. Nervig. Die sind wirklich nervig. Ich sag's euch, wie es ist. Diese Totems sind so nervig. Ihr werdet gleich eins herholen. Ich schätze, der wird nichts von seiner Hand spielen, sondern so ein blödes Totem. Und die sind nervig. Habe ich euch schon gesagt, dass sie nervig sind? Oh, nee. Er holt sich gleich eine Waffe. Der mag den nicht. Okay. Ja, ich habe noch einen. Was ihr wolle. Ja, aber der Dämon wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Wenn der ein bisschen noch... Naja. Egal. Wir haben zu wenig Dämonen hier. Das ist eindeutig. Wir haben wirklich zu wenig. Ach, da haben wir gleich wieder einen. Passt auf, den werden wir im Bereich der Träume befördern. Und dann seht ihr, dass der Spotter gar nicht so schlecht ist. Na? Vielleicht sollte man den Dämon auch ein bisschen hier drin lassen. Und ihn dann mit dem Dämon ausspielen. Versteht ihr? Verursacht 2. Wählt zu Beginn aus. Windzorn kann 2-mal angreifen. Aha. Interesting. Dann sollten wir ihn... das nicht ermöglichen. So, wir könnten jetzt ein Vierer. Vierer haben wir nicht. Dann holen wir uns was auf die Hand und warten. Und warten ab. Was er macht. Wahrscheinlich wird er mit dem angreifen. Ne? Oder? Und dann wäre er ja tot, ne? Macht er nicht. Der wird mit dem angreifen und dann da 2-mal drauf haben. Und
dann noch mit dem. Gott sei Dank haben wir noch einen Diener, der 4 Schaden macht. Zweimal kann er draufhauen. Dann ist er Gott sei Dank hinüber. Mit dem kann er noch. Mhm. Soweit so. Auf der anderen Seite, ne? Nee. Wir können den nicht stehen lassen hier. Also, wir werden erstmal den umbringen. Und jetzt könnten wir einen Dreier her. Einen Dreier. Ich mag aber den, obwohl... So viele Möglichkeiten. Wir dann doch den raus. Ja. Zum Schutz. Zum Schutze. Blöd, hat er noch so ein Ding. Naja. Sagen wir mal so, ist es wenigstens weg. Wenn er jetzt noch 2 bringt... Ne, kann er nicht. Kann er noch 2? Ja, wir haben nur noch 18, ne? 18. 1 bringt er. Dann bringt er wahrscheinlich noch sowas. Schätze ich. Oder auch nicht. Jetzt können wir unseren Gedankenmanipulator rausholen. Trotz alledem. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Um den Bär. Okay, fertig. Mal schauen, wie er sich daran abarbeitet. Unser Chewback. Und jetzt? Aha. Okay. Verstehe ich. Traum, oder? Jetzt sieht's übel für uns aus. Jetzt sieht's echt übel für uns aus. Wirklich übel. Da ist das Sieme. Verleiht einem befreundeten Diener Verstohlenheit. Ich glaube, wir verlieren wieder, ne? Ich glaube, wir verlieren wieder. Ja, wir haben es probiert, ne? Also, ich weiß nicht. Also mit dem Kerl hier komme ich nicht zu Rande. Ich komme nicht zu Rande mit dem. Ich verliere jedes Mal. Ich komme damit nicht zu Rande. Keine Ahnung. Wumm! Haut er mich weg. 7, 8, 9, 10. Ach Gott, ach Gott, haben wir verloren. Gut gespielt.
Ist immer tot, ne? Naja, war einfach so. Also immer so deprimierend zum Schluss. Ich hätte mit dem anfangen sollen. Ich hätte echt mit dem anfangen sollen. Jetzt zur Karte, wo alles weghaut, ne? Ich danke euch. Das wär's. Tja, so nett. So nicht. Ja, auf mich geht's drauf. Super. Ja, das war's. Na dann, ne? Aber die ersten zwei Spiele... Also wie gesagt, mit dem... Ich habe hier noch keinmal geschafft. Niederlage. Noch keinmal geschafft. Und da fehlen uns Punkte. Noch 30 Stück. Na dann. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Um 2:15 Uhr. Oh, ich muss ins Bett. Ich muss unbedingt ins Bett. Ciao.